Ja! Brenne! Nein! Brenne! Yes! Oh mein ja, Gott, Mann. Nein! Hey ho Minecraft-Freunde und willkommen zurück zu Christmas Craft. Und ihr merkt schon, ich habe nur noch ein halbes Leben. Conny ist immer noch dabei. Und hallo. Hallöchen. So, ich glaube, ich springe jetzt einfach in den Tod. Ich habe hier keine Nahrung. So viele Hühner und Kühe sind hier überall. Ne? Das nervt einfach richtig. Ja, Angeber hier. Angeber. Das sind viel zu viele. Was? Okay, so kann man sich auch töten lassen, verdammt. Aber ich bin ja direkt bei meinem Bett gespawnt. Oh, wie geil. Wow. Wie geil ist das denn? Natürlich liegen jetzt alle Sachen hier verstreut, aber egal. Jetzt läuft hier schon ein Zombie rum. Hammer. Na gut, was mache ich heute? Ich werde heute wahrscheinlich so ein wenig hier mein Haus weiter ausbauen und versuchen, wenn hier irgendwie mal mir ein Schwein über den Weg läuft, irgendwie das töten. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wenn dir einfach mal so ein Schwein über den Weg läuft, also ich. Ja, richtig, richtig. Deine Sprüche heute, die sind 1A. Hey, hey. Nee, ich werde vielleicht dir sogar gleich wirklich über den Weg laufen. Nein, ich bin gerade am Bäume fällen und bin gerade selber sehr, sehr weit weg. Und sehe, hier sind echt so viele Hühner. Also jetzt mal ohne Scheiße, es sind richtig, richtig viele Hühner. Ja, Hühner habe ich aber auch schon oft in Christmas Craft gesehen. So, wo ist mein Schwert hin? Ich hatte doch... Alter Leute, ne? Ich bin noch eben hier mit dem Schwert. Ah, da unten liegt's. Aha, aha, das ist sehr gut. Da habe ich's. So, das Problem ist immer noch bestehend die Nahrung. Aber was sollen wir machen? Ich würde vorschlagen, wir bauen uns jetzt erstmal hier eine Axt. Und werden da ganz gemütlich hier... Ein paar Bäume fällen, ein bisschen Holz holen, ne? Was oh, ich bin im Sumpf. Im Sumpf? Im ja. Sumpf? Ich glaube, da war ich auch schon mal. Ehrlich? Heftig. Da waren auf jeden Fall viele Tiere. Hier sind richtig viele Hühner. Sterbt, Hühner! So, hier ein paar Bäume, da, hallo Skelett. Bei dir, du hast ja voll viele Schafe, ne? Bei dir um dein Haus herum laufen richtig viele Schafe. Da ist ein blauer Slime. Was bringt nochmal ein blauer Slime? Ein blauer Schleim. Ich glaube gar nichts. Der macht einfach genau den gleichen Effekt wie die anderen Slimes und droppt halt auch Schleimbälle. Oh. Slimebälle brauche ich für Sticky Pistons. Da könnte ich vielleicht eventuell mal eine Falle bauen. Eine Falle? Ja, ja, ich sehe schon kommen. Du denkst, du bist tricky. Oh, das ist eine Hexe, ne? das ist eine Hexe. Du bist wohl wirklich weit weg. Und die hat irgendwas fallen lassen. Oh, ich bin richtig produktiv. Hab schon richtig viele Bäume hier gefällt. Wie ist das eigentlich mit dem Blöcke setzen? Darf man meinetwegen vor der Tür Alter, vom anderen? Ich wäre fast gestorben wegen einer Vergiftung. Ja, die Gedanke richtig, wenn man geht da auf ein halbes Herz runter. Oder? Tschüss, ja. Ja, ja. Das ist voll krass. Alter, das war krass. Aber die muss doch dann auch irgendwo ein Hexenhäuschen haben hier, oder? Ja, aber da ist meistens ja nicht irgendwas mega Heftiges drin. Ja, eventuell so ein Trichter oder sowas cool aussieht. Hallo, Creeper. Fuck. Creeper, Mann. Ist es okay, wenn man vor deiner Tür so ein paar Löcher hat? Vom Creeper jetzt, natürlich. Du, ich bring dich gleich einfach um und dann ist fertig hier im Gelände. Okay, damit wurde die Rechnung wieder beglichen. Nein. Also ich habe auch nichts in deiner Nähe irgendwie. Und natürlich, links neben deinem Haus, ne, sind Hühner, Schafe, hier ist alles fruchtbar. Rechts davon, in die Richtung, also wo ich eben gelaufen bin. Also ich sehe hier gerade auch echt, komm jetzt mal ehrlich, ich sehe hier so viele Kühe, ne, das ist unglaublich. Das ist richtig krass. Ja, heftig. Bring mir mal ein bisschen Fleisch mit. Ein Scheiß bringe ich dir mit, Alter. Oh, ein Scheiß, so einen richtigen Haufen oder was? Ja, Mann, richtig viel. Oh, den werde ich dann verschicken. Richtig gut. Ich werde dir auch nochmal per Post einen Haufen Scheiße schicken. Schenk Scheiße. Oh Mann, ey. So, ich weiß gar nicht, ich brauche ja Leder für die ganze Dingsbums hier. Für Bücher und sowas alles. Für meinen Enchantment Table, der ja noch nicht so auf dem höchsten Level ist. Kühe! Jawoll! Was ist denn hier für Blümchen, Alter? Endlich habe ich hier mal wieder Kühe gefunden, Leute. Jetzt bin ich glücklich. Mehr wollte ich hier gar nicht. Mann, ich möchte Hexe, ich möchte einen Rucksack. Einen Rucksack? Hä, den gibt's doch hier gar nicht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich möchte Hexe. Hexe? Achso, ich habe einen. Verstandene Hexe. Ja, ich möchte eine Hexe, die hat einen Rucksack. Ja, klingt, finde ich, ähnlich. So, egal, ich laufe jetzt wieder nach Hause. Kann doch nicht sein hier. Da oben sind auch wieder Kühe, oh mein Gott. Ey, die sind echt überall Kühe. Warum habe ich mir... ich bin so schlau. Ich hatte noch eine Werkbank im Inventar. Was mache ich? Ich crafte noch eine Werkbank. Hammer. Richtig gut, Gomme. Danke. Bitte. Es ist so klar, aber die Antworten.
So, bitte. So. Ach, bin ich bitte. So, die Kuh ist tot. Ich möchte am liebsten jetzt wirklich einfach bei dir mit zu Hause mal herlaufen. Zu mir. Mhm. Träum weiter. Nee, am liebsten hätte ich echt so einen Enchantment-Tisch jetzt. Ja, der wäre natürlich schon krass überpowered auch, ne? Ja, ich finde ja nicht mal Höhlen, du, das ist ja auch so ein bisschen doof. An sich war die Gegend doch eigentlich wirklich geil, ne? Aber irgendwie auf der einen Hälfte von der Karte findet man keine Tiere, auf der anderen, glaube ich, Tiere, aber dafür keine Höhlen. Irgendwie oh, ich habe eine Höhle und fünf Schafe. Aber du gehst doch jetzt nicht in eine Höhle, oder? Warum nicht? Ist doch langweilig. Muss hier ein bisschen, ne? Was Bescheid? Das ist langweilig. Nee, muss ein bisschen hier ein Dings machen. Diamanten holen und so. Diamanten. Wer möchte schon Diamanten haben? Man braucht das doch gar nicht. Höhle vorbei. Sehr gut. Höhle war noch richtig kurz, so ein kleiner Gang. Na oh, gut. Bitte, laufen wir heute nochmal über den Weg. Bitte, komm schon. Ich bin hier gerade links so ungefähr von deinem Haus. Also dort, wo auch die ganzen Tiere wahrscheinlich waren. Auf der weiten weißen Fläche. Komm da mal wieder hin. Oh, habe ich hier Lava? Nee, doch. Aha. Löwenzahn. Das ist einfach Löwenzahn. So, also, was sagst du, wo bist du? Ich bin gerade so auf dieser weiten weißen Fläche links neben deinem Haus. Also wenn man so vom Eingang aus von dir links geht. Also wenn man aus deinem Haus rauskommt, dann nach links. Da in dem Gebiet bin ich. Als ob du dich traust, hierher zu kommen. Als ob. Nee, ich bin gerade echt relativ weit weg. Ich habe gedacht, ich komme jetzt eben schnell vorbei, aber ich muss einfach noch so viel laufen. Gib mal Koordinaten, ich komme dir entgegen. Warte. Oh, das wird dann das minus 450. Warte. Minus 400. Alter, das ist echt weit. Okay, minus 50. Okay, in die Richtung. Alles gleich, lauf dir entgegen. Oh, oh. Wie viele Minuten hat die Folge noch? Die Folge, die hat erst 7 Minuten um. Das heißt, noch okay. So 8 Minuten. Okay. Das reicht immer noch für einen schönen Kampf. So. Jetzt heißt es angreifen. Gab es eigentlich noch ein Hexenhaus oder war das nicht da? Ja, das war nicht da. Schade. Also ich habe keins gefunden. Oder eher gesagt, gut, bevor du da noch irgendwie einen Gifttrank findest. Und dann so sagst, na komm, Prost. Schade, dass ich kein Optifine drin habe. Schade, dass es Optifine noch nicht gibt. Für die 1.7. Ja, gut. Aber du hast es natürlich trotzdem. Ne? Warst nur zu faul, es reinzumachen. So. Du bist dann in einen Birkenwald gelaufen, oder? Da, wenn man nämlich in die Richtung... Komm, ist auf jeden Fall richtig schön, dass du 32 Kohlen in deinem Ofen drin hast. Sonst... Nein, du bist nicht im Ernst gerade bei meinem Haus. Also... Ich laufe jetzt wieder zu mir nach Hause, okay? Ich hab da nichts kaputt gemacht oder so. Ich hab, Nur die Sachen aus der Kiste falsche Koordinaten gesagt. Ich hab nur die Sachen aus der Kiste rausgenommen, hab da einen Lava-Eimer hingesetzt, hab den dann wieder weggenommen. Hä? Du darfst doch bei mir gar nichts abbauen. Ich hab mir auch nichts abgebaut. Natürlich, ne? Ich hab nur die Sachen aus der Kiste rausgenommen. Ja. Und wieder reingelegt. Nee, hingelegt außerhalb deines Hauses, hab da Lava hingesetzt. Ja, es ist verboten, du hast da Lava gesetzt. Ja, aber außerhalb deines Hauses. Jetzt sag, bist du jetzt bei meinem Haus oder nicht? Weil ich laufe jetzt gerade wieder zurück. Nein, bin ich nicht. Oh, Digga. Dann laufe ich wieder zurück. Was soll ich und komme dir entgegen. In Richtung Wald. Und du dachtest wohl, du kriegst mich hier noch außer oh, in Rage. Dein Haus sieht so geil aus. Welches? Welches Haus wohl? Deins, ne? Bist du bei dir zu Hause? Junge, ich will hier nicht jetzt umsonst hinlaufen. Gib mir mal einen Tipp, wo du bist. Wer weiß, wo ich bin. Also ich bin jetzt gleich in dem Wald, wo du wahrscheinlich vorhin auch reingelaufen bist, als du auf Tour gegangen bist. Da bin ich gerade. In welchem Wald? Wo es die andere Holzart gab.
Keine Ahnung, wo ich bin. Wo bist du? Oh, Junge. Ihr von den Häusern. Du bist so ein Arsch, als ob du von den Häusern stehst. Ich bin einfach nur ein taktisches Genie, Alter. Nee. Ich bin in der Nähe von den Häusern. Junge. Ich möchte nur Action. Ich bin in der Nähe von den Häusern. Junge, das ist doch gerade die Action, dieses Versteckspiel. Zwei Leute auf einem Server. Unentdeckte Weiten. Sag mal bitte gerade deine ernsten Koordinaten. Ja, sag du mir deine, dann können wir entgegenlaufen. Ich bin gerade, weil ich zu dir wollte, bei minus 450 und... Als ob du bei minus 450 bist. Doch, und bei 482. Ich bin bei 104. Ich bin bei 104. Du bist so ein Warte. Arsch, Alter. 104 und 69. Ah ne, 69 war die Höhe. 104 und 300. Da bist du denn ja wirklich bei meinem Haus. Ja. Nein. Doch, da sind auch keine Sachen mehr so richtig. Ja. Ich hab... Dann darf ich auch deine komplette Truhe ausleeren. Nö. Oh, aber leider ist da nichts drin, komm. Ja, aber du darfst ja keine Blöcke kaputt machen. Du hattest ja nicht mal eine richtige Wand. Ja, darfst du aber auch nicht. Du hast dann meine Truhe aufgemacht und damit hast du schon diesen antiken Wertgegenstand geschädigt. Wer sagt denn, dass man Truhe nicht aufmachen darf? Ich hab die Sachen ja nicht mal... Ja, aber auch nichts rausnehmen. Das ist ja Diebstahl. Rausnehmen ist Diebstahl. Komm erstmal zu deinem Haus, Alter. Ja. Du bist doch gerade bei den Eis. Ich steck hier die ganze Zeit und du kommst einfach nicht. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Jo. Sag mal deine Koordinaten. Löwenzahn. Ich bin hier gerade bei minus 157 und Z455. Ja. Ich schreib's ja auch noch immer gerne in den Chat. X minus. Das. So, und, oh, ich hab Fleisch. Ich kann es kaum glauben. Ich hab Fleisch. Conny, ich hab Fleisch. Wow. Oh mein Gott. That's fucking awesome. Aber man verliert wirklich verdammt schnell hier irgendwie Nahrung. Entweder Das wurde mit der 1.7 irgendwie neu hinzugefügt oder, keine Ahnung, Hardcore. Nee, das ist nicht Hardcore, sonst wird man ja auch sterben, ne? Sonst wird man ja auch sterben, nein. Sonst wird man gebannt werden, meinst du? Ja, man wird gebannt dann natürlich. Ach ja, stimmt. Stimmt, man wird dann gebannt. Das ist natürlich richtig. So kommt schon, aber ich glaube, das ist beim Server anders irgendwie, aber egal. So. Ups. Da schmeiße ich doch glatt meine Spitzhacke weg. Das Mensch, ist ja unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist ja unglaublich, Mensch. Da sagst du mir was, Herr Gomme. Ja, das ist ja... Das ja ist, da erzähl ich dir was aus dem Leben. Ja. So. Erzähl du doch auch mal einen Schwand aus deiner Jugend. Ich bereite mich gerade vor. Okay, ich bin gleich bei meinem Zuhause. Aber du weißt doch gar nicht, wie mein Zuhause aussieht. Beschreib mir mein Zuhause. Einfach nur eine verkackte Wand, Alter. Ich hab keine Wand. Ja, dann halt nix. Und du bist eh nicht bei mir, du Spack. Nein, ich hab auch nichts gemacht. Nee, aber wo bist du gerade? Du klickst auf jeden Fall. Entweder du bist bei dir zu Hause, in deiner Bude, oder woanders. Egal, ich laufe jetzt auf jeden Fall wieder zu meiner Bude und werde die mal ein bisschen ausbauen. Eventuell laufe ich dir über den Weg. Oh, eine Höhle. Löwenzahn. Hab ich auch gerade gedacht. Ey, ich glaube, ich finde den Weg nicht wieder, ne? Wie weit bin ich denn gelaufen? Als ob ich so weit laufen würde. Alter, krass. Doch, die Gegend kommt mir bekannt vor. Es wird Nacht. Oh. Na, wenigstens habe ich Nahrung, aber ich sprinte ja hier durchgehend. Ich bin verloren, ganz ehrlich. Wieso bin ich denn hier? Ich dachte, ich laufe einfach wieder zurück und dann tue ich das. Hast du sogar noch die Koordinaten gesagt? Nein, hast du nicht. Hä, doch klar, wo ich war? Ja, wo du warst. Aber dann hast du ja gesagt, du bist wieder zu Hause. Und ein ganz, ganz großer Troller. Tja, so bin ich nun mal. Komm, HD getrollt. Nee. Wie mit der Tastatur und der Dings Montagsmann auch. Nein, jetzt ist meine Maus auch noch kaputt. Du musst aber auch, wenn man dich fragt, ist das ein Troll, sagen ja.
Das war doch klar. Das war total klar. Meine Maus war kaputt. Ich musste die dann halt reparieren. Wo bist du denn gerade? Weiß ich nicht. Ach gut. Ich sag dir jetzt auch keine Koordinaten mehr, weil du mich dann nur noch wieder verarscht. Alter, wo bin ich denn hier? Das ist eine Gegend, die habe ich ja noch nie gesehen. Hier gibt's Schafe, hier gibt's alles, hier gibt's Schluchten. Richtig hohe Gräser, aber irgendwie mein Zuhause? Nö, das gibt's nicht. Egal, ich laufe hier in die andere Richtung. Ich laufe mal in die Richtung und dann werden die entgegengesetzte Hammer. Wirklich hammergeil hier. Hm. Hey, wie kann denn das sein, als ob du jetzt wirklich so weit weg bist, Mann? Doch, Mann, ich wollte dich doch erholen. Aber egal. Das wäre so schön geworden, wenn wir jetzt noch so einen Kampf gehabt hätten. Ja, können wir ja immer noch. Ich glaube, ich bin ja gleich wieder da. Wenn du mir deine Koordinaten sagst, dann haben wir auch noch einen Kampf. Es liegt in deiner Hand. Ja, wie gesagt, mittlerweile sind es 90 und 69. Ach, das ist die Höhe. 90 und 300. Löwenzahn. Okay. Ja. Da bin ich gleich da. Wie weit bist du noch weg? Ich bin bei 350. Und ja, bei 200 Blöcke. 340. Das geht aber schnell. Ah, ja, da vorne kommt schon das Eistundra-Gebiet. Ah, wunderbar. Hallo Creeper, meine Freunde. Wollt ihr nicht alle mal Conny in die Luft sprengen? Ja, ja, wollen wir. Okay, kommt mit. So. Ich muss nur einmal mein Haus wiederfinden. Dann habe ich die Orientierung wieder drinne. Da weiß ich, wo es lang geht. Was sind deine Koordinaten? Gleich. Vielleicht sage ich dir die auch nicht mehr. Hm. Sag jetzt. Das sieht gut aus. Sag doch einfach. Ich bin bei 133 und 240. Mein Gott, okay. Was ist die erste Koordinate? 80 und 218. Ich bin hier schon, ich bin nur am gucken, ob ich irgendwo mein Haus wer finde. So, die Stelle hier kenne ich doch. Hier bin ich doch immer rübergesprungen. Ich glaube, ich weiß jetzt wer, wo ich bin. Ja, die Gegend. Oh, die kommt mir sehr bekannt vor. Okay. Oh, doch. Ah, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. So, ich bin so in Sichtweise von deinem Haus. Also, wenn du zu Hause wärst, könntest du mich sehen. Löwenzahn. Dachtest wohl. Wow, Junge. Ich habe mich die ganze Zeit in deinem Haus versteckt. Ja, das war so klar, deswegen habe ich auch nicht lange in den Ofen geschaut. Wie du einfach alle Pfeile an mir verschießt. Aua, nein, 5 Herzen Abzug. Fuck, essen, ich muss mehr essen, ich muss mehr essen. Ich brauche doch Nahrung, ich habe gerade erst Nahrung in den Ofen gepackt. Löwenzahn. Komm her, soll ich den stupsen oder soll ich den kuscheln? Ja! Brenne! Nein! Brenne! Yes! Oh mein ja, Gott, Mann. Nein! Yes! Und die ganze Lava hier, du hattest auch, ey, geil, weil du hattest auch Lava. Jetzt habe ich 3 Lava-Eimer. Fuck, verdammt! Und hier ist gerade so ein Baby, lol. Was? Oh mein Gott, nein, und jetzt hast du alle meine Sachen. Hast du wenigstens einmal in deinem Bett geschlafen? Oder ist der Weg komplett weg? Der Weg ist komplett weg. Danke für die tolle Rüstung und den Bogen und. Yes, aber der Bogen ist ja eh schon bald kaputt, leider. Verdammt. Wie lange geht die Folge noch? Weil dann kann die ich ist jetzt genau zu Ende. Nein, dann laufe ich noch eben kurz zu mir nach Hause. Nee, die ist gerade genau zu Ende. Dann geht's in die nächste Folge weiter. Ganz genau. Nächste Folge gibt's dann wieder bei CoinCrafter. Können wir jetzt sogar noch eben aufnehmen. Und ich beende jetzt erstmal die Folge hier. Haut da rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Daumen hoch. Klasse. Und dann tschö mit We Are The Winner.
Yeah. Nee, ich habe den ersten Kampf gewonnen. Ja, 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 ja. Wir wollen mal gucken, wie sich das noch entwickelt hier. Tschüss. Ciao. Mit du. Und tschö. Mit du.